Ach hey. Ach, da ist Dulado Driller. Hat ja, jemand den Driller? Ich komm mal auch. Hoffe ich richtig? Ja, ungefähr. Bam, bam, bam. Bam. Und Zweihandwaffe. Oder so. Wo ist der? Wo ist der? Driller. Hä? Der ist tot. Ach so. Der ist gerade tot. Das ist ihn verpasst. Verdammt. Haben den ich eiskalt ausgelassen. Ich warte auf den. Ich glaube, das ist eins der Together, wo man so wenig gemeinsam macht, weil alle einfach so quer durchführen und so, oh, so viele Gegner. Hätte man ich glaube, bei Dungeons wird das wieder besser. Ja, das ist glaube ich auch. Ja, wenn du gerade halt, wenn die vielleicht etwas schwerer werden. Aber das sind halt diese Scheißaufgaben, wo du was einsammeln musst. Da ist es halt schwer, das zusammenzumachen. Anfangsquests, die dann... Ich finde schade, dass es nicht mal so Gruppenaufgaben gibt. So, weißt du, wenn diese Bosse so da stehen würde, dass man sie zu zweit machen müsste. Das wäre gut, ja. Aber das Spiel glaubt ja auch von den Klassen her, die man nehmen kann, ja auch nicht wirklich daran, dass man so zusammenspielt, weil es gibt keine Heile oder sowas. Ja, weil es halt anders sein will und sagt, hier alle kämpfen, das ist so... Alle kämpfen, jeder für sich. Wenigstens läuft das Spiel wenigstens einigermaßen stabil. Ja, stimmt, und ja. Sieht auch ganz schick aus. Vor allem für ein kostenloses MMO. Das stimmt. Kommt das nicht tatsächlich aus Deutschland, oder? Ja, ja, das kommt aus Deutschland. Ja, genau. Gut, man merkt natürlich irgendwie schon zum Teil stark, dass man für manche Sachen wirklich was kaufen müsste, zum Beispiel faire Slots. Ja. Ein bisschen aber schade. Die verdienen ja sonst nichts am Spiel. Ich habe so eine Grundregel, und zwar jedes Mal, wenn ich irgendein Free-to-Play-Spiel spiele, dann investiere ich da meistens so 5 bis 10 Euro einfach, um die Entwickler zu unterstützen. Wenn es gut ist. Ja, wenn es gut ist. Natürlich, versteht sich. Dieses Free-to-Play ist so ein Scheiß. Ich zahle dir mal 5 Euro. Damit du dann sagen kannst, ja, es war für mich nicht free to play, ich hab hier Unglücken. Für den Scheiß hab ich jetzt Geld gezahlt, ja. Oh mein Gott, ich hab noch eine Hose gefunden. Wow. Oh, jetzt hat das Spiel gesagt, nee, du läufst mir so nackt rum. Hier ist irgendein scheiß Level 30er, der mir alle meine Typen hier klaut mit so einem richtig Hardcore-Drachen und so weiter. Oh, der Driller ist endlich wieder da, der Dulado. Und Skill Unverwundbarkeit. Ne, Unsterblichkeit heißt er. Wie kann der eigentlich, während der auf seinem Drachen ist, jemanden angreifen? Geht das erst später, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, es gibt ja auch so eine Skill-Leiste da unten, aber... Ja, wahrscheinlich wird das tatsächlich später freigeschaltet. Es gibt auch irgend so eine Drachenmeisterschaft, Schaftsquest, die man mit Level 15 irgendwo annehmen kann. Und dann kannst du Drachen gegen Drachen kämpfen in so einer Arena. Also deine Drachen gegen die Drachen anderer Spieler. Das klingt cool. Und du kannst sie so in diese, bei diesen Typen da abgeben und dann durch das Ingame-Geld dann zum Beispiel 2 Stunden lang trainieren lassen und dann. Okay. So Pokémon-Farm-Style. Oh, diese ganzen Items hier. Kann es sein, dass hier irgendjemand die ganze Zeit diese 2 Vögel hier fertig macht? Ja. Genau. Und das ist dieser Level 30er Typ. Wahrscheinlich farmt er das ja für irgendein Aktionshauszeug. Zombie-Bürgermeister. Tötet. Was? Tötet Oreopeon. Okay. Oreopeon. Ah, wo ist der? Das ist der auf diesem blauen Drachen, der 30er, oder? Mhm.
Ah, der kann Feuer speien, das sieht ja cool aus. Oh, die Austria-Königin ist wieder da. Ich habe dich zuerst angegriffen. Nein, das ist meine. Nein, nein. Du magst Level 30 sein, aber... Ich habe zuerst angegriffen und die ganzen Teile bringen mir nichts. Sie haben nur meinen Rucksack voll gemacht. Das ist doch schön. Aber das war's wert. Immer füllst du dir die Taschen. So. Leider mit so viel. Was abgeben hier von diesen ganzen Quests. Ich glaube, ein paar Quests abgeben für weniger Items ist vielleicht ganz hilfreich. Nicht genug Platz im Rucksack. Toll. Irgendwie ist das das Häufigste, was wir hier zu hören bekommen. Ja, das glaube ich auch. Dass man nur so eine begrenzte Anzahl an Drachenslots hat, ist ja noch so zu verkraften zum Teil, aber... Ja, aber das Inventar ist schon arg klein. Weil ich kenne das, aber dann kauft man sich so ein paar Beutel mit Geld über World of Warcraft und dann passt das. Aber man hier mit normalem Geld Beutel kaufen kann? Level 16! Man kann Diamanten kaufen und damit kannst du halt... das steht im Inventar dann, wie viel der nächste Slot kostet. Ah. Der erste kostet 9 und dann 49 und dann der allerletzte kostet zum Beispiel 200 alle dann. Ich hab nicht mal so Diamanten. Wie kriegt man die? Geld. Zahlen. Greetings. Und sicher so ein paar irgendwo geschenkt, wenn du was Besonderes machst oder irgendwelche besonderen Tage sicher da bist. Würde ich behaupten. Und vermutlich, indem du irgendwelchen Leuten das Spiel empfehlst und die zum Spielen bringst oder so. Facebook liken. Auf Twitter folgen. YouTube abonnieren. Klassiker halt. Die Welt von heute. Kann ich den ganzen Quests abgeben? Das ist. Ja. 48 Heiltränke. Wow. Was ich nett finde, ist, wenn man für eine Quest einen Gegner platt machen und der wurde schon eingeschossen, kann man den trotzdem immer noch kriegen. Ach so, ja, das ist cool. Vor allem. Also, das war ja so bei anderen Spielen so, der den ersten Schuss macht, der kriegt dann den, dass das geschafft hat, aber die anderen nicht. Vor allem jetzt kriegt man dann auch die Erfahrung und so. Wenn du einfach nur plötzlich mitten reingehst bei fremden Spielern auch. Ja, es ist so ein bisschen gerechter als. Sonst hat man immer so Pech, wenn man einfach nicht den ersten Schlag macht. Dass einfach nichts passiert. Und ich bin hier übrigens wieder bei Mogara. Die ist auch echt überall. Okay. Nur ich finde irgendwie. Habt ihr auch noch diese Himmelshammer-Notversammlung-Quest da? Abgeschlossen. Die, oh Gott. Ich guck mal eben kurz in meinen Questlog, dann kann ich sie sagen. Welche Quest? Welche? Himmelshammer Notversammlung heißt die. Ja, habe ich. Aber abgeschlossen. Auch schon abgegeben? Himmelshammer Notversammlung? Weil ich habe die auch abgeschlossen, aber keine Ahnung, wo man die abgeben soll, weil ich finde keinen. Die hab ich gar nicht. Gibt man das bei diesem Kolar ab? Da bei der Höhle? Nee, bei der Höhle, das ist dann die Walddrachenkrise, glaube ich. Ja. Aber ich sehe auch nirgendwo anders einen Haken. Ich wundere mich, dass ich in Level über dir bin. Ja, ich bin jetzt mehr so sammeln gewesen. Ah. Ich habe einfach mal alle Quests angeklickt und hin und her gerannt. Ja, ich auch, aber ich finde irgendwie... diese ganzen Vögel, da werden einfach die ganze Zeit gekillt, bevor ich die... Achso, du musst diese Vögel noch machen. Ja, für das Öl brauche ich noch zwei. Ah, oh. Wo gebe ich die ab? Diese Vögel und so weiter? Das ist eine gute Frage. Ach, Schreinerkunst, hä? Grabhüter, Kasa, Windele. Und dieser Einsiedler Koraiden? Koraiden. Und Coradens Medizin. Und seine Medizin, habt ihr da was schon bei der Quest? Nee. Ich hab auch noch null.
Mann. Kann auch sein, dass ich einige Quests hier gar nicht angenommen habe, die ihr habt. Vielleicht gab es irgendwo eine Quest, ey. Beim Friedhof, da hast du in dem Haus auch ganz viel hast du alle geholt, oder? Nee. Oh. Das könnte es vielleicht sein. Oh, ich habe eine voll die. Sprich mir die mal gerade. Oh, ich habe noch eine bessere Axt jetzt. Die sieht zwar nicht so cool aus, aber ist eine Axt. Wie er immer so viele Waffen findet, das ist unglaublich. Und wer ist denn das hier neben mir? Das ist Level 13, Nahkampfjäger. Okay. Oh Gott, ist das viel? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Quests sind irgendwie... Vor allem, wenn man so lange in einem Gebiet ist, ist es irgendwie frustrierend. Mhm. Das stimmt. Vogel. Obwohl, Vogel, ist es Vogel. Ja nett, dass es nicht irgendwie, dass man keine 40 Gegner töten muss für irgendwas. Das stimmt. Da kann ich aber schon noch. Da habe ich Dinge gespielt, die ich auch. Und zwar noch welche, wo die Levels wirklich wesentlich langsamer angestiegen sind. Ja, man tötet da. Da musste man schon echt irgendwie im Chat sein und einfach nur mit Leuten reden. Und dann war man irgendwie nur monoton, die Gegner schnetzeln, sonst ging das gar nicht. Was ist denn eigentlich das Höchstlevel? 30, keine oder? Ahnung. 30? Das wäre ein bisschen wenig, oder? Nee, sicher nicht. Das ist ja nur im zweiten Gebiet. Also ich kenne welche, da ist es sogar 99 oder höher. Manche ist halt 60, je nachdem. Steigt halt von Gebiet zu Gebiet. Wir können uns ja mal in das letzte Gebiet porten und danach schauen. Beim Bossgegner. Vielleicht auch nicht. Vogel. Du hast echt mit den Vögeln zu kämpfen. Nicht mit den Vögeln, mit allen. Hier sind wirklich alle. Oh. Aber ich habe auch genug. Vor der Instanz, wo wir am Anfang waren, ne? Bei ganz dem am Anfang. Typ hier da, die Waldrachenkrise. Da gibt's eine Quest, die man vor der Höhle macht kann. Die haben wir irgendwie, glaube ich, ignoriert. Der gibt eine Quest, wo man dann diesen König töten soll. Diesen Boss. Ich komme hier gerade ein bisschen. Verdammt, wir haben den doch schon zweimal besiegt. Es sind Level 8 Gegner, ich glaube, das bringt erfahrungstechnisch nicht mehr so viel. Nee, da rushen wir jetzt nicht mehr durch. Nee, es ist. Kann man offscreen machen, aber. Wir müssen deine Zuschauer ja nicht unbedingt nochmal sehen. Nee. Doch, vor allem, das machen wir jetzt immer zum Einstieg. Zum Einstieg. Immer so, erstmal Schäfchen und dann mit Instanz. Na. Wo wollte ich nochmal hin? Achso, ja, ich wollte die Walddrachenkrise abgeben. So, jetzt bin ich in diesem Tal, unten südlich von der Stadt. Da muss ich auch rechnen. Da sind bei mir ganz viele komische Kreise. Ja, das ist bei mir auch, deswegen. Oh Gott, Soll ich auf dich warten? Ja, ich komm zu dir. Und dann spielen wir beide mal ein bisschen und Lost macht irgendwas anderes und. Ich hab die Quest abgegeben. Wir schließen dich einfach aus. Achso. Oh Gott, ich schmeiß euch aus der Kiste. Hast du in dem Tal auch diese ganzen Kreise? Unter dem Hof, südlich der Karte. Nee. Hä? Das sind ganz viele Quests. Ich hab da gar keine. Ich kann auch nirgendwo was annehmen. Da wo wir sind, siehst du das? Ja, aber ich hab da genug. Achso, da bei diesem Fragezeichen. Ja. Ja. Genau. Achso, ja, ich geb nur kurz eine. Nee, ich komm. Ich geb die Quest nachher ab, ich komm. Okay. Dann können wir mal was gemeinsam machen. Na, Lukas, ich hab dein Level aufgeholt, ja. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit leider nur nichts gewartet, bis die Vögel. Kennst du es ja? Ich kenn's.
Ach, hier ist der Typ. Okay. Elder Dragons protect you. Hat er mir jetzt... Ach so, ja. Jetzt verstehe ich. Diese Viecher. Ganz genau. Ich glaube einfach alles platt machen, was hier ist. Mhm. Genau. Hoffentlich zählt das wieder zu uns allen dazu. Das wenigste bestimmt. Ich befürchte gerade, dass wir die Feinde hier looten müssen. Für Gegenstände. Okay. Was ist Heilungsmenge Drachenmacht? Keine Ahnung, was da drauf steht. Was sind das für Käfer? Achso, ich glaube, jetzt weiß ich, wir müssen diese Fledermäuse kaputt machen. Hm. Diese Talfledermäuse. Fledermausfleisch. Kennt man ja Fledermäuse am Tag, ne, so rumlaufen. Ja, stimmt, ist immer da. Und die geben auch noch so viel Fleisch, das ist. Die Käfer muss man aber auch machen. Ja? Ja, was? Ich glaube schon, ja. Das sind die roten. Das sind ja zwei Punkte Arten. Ne, ich habe nur rote. Es gibt auch so welche Tigerviecher. Diese grauen, ne? Ja. Ja, die sehen irgendwie cool aus, so mit so einem Schnabel und. War da ein Schwein? Hast du ein Schwein getötet? Ein Schwein? Das liegt ein totes Schwein. Was? Guck dir das an. Guck's mir, da liegt ein totes Schwein. Da. Nie gesehen. Deswegen, das sah irgendwie ein bisschen verstörend aus. Aber was ich gut finde, dass diese Tigerwesen wenigstens alle zwei Augen haben. Das spricht für das Spiel. Stimmt, ja. Ja. Okay. Denn bei Spielen, wo man sagt, oh, hier, sammel 10 Ohren von diesen Viechern und dann tötest du da 20 Gegner und hast ein Ohr, denkt man sich so, Okay, ich habe eine neue Rüstung erhalten. Also, beziehungsweise jetzt bei diesem Würfelteiler. Hast du auch Bedarf da gemacht? Ja. Das ist eine bessere Rüstung. Die Tagesquest hat wieder neu angefangen, dieses Angriff der. Ist das jetzt was anderes, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh, das sieht ja irgendwie cool aus. Ja, doch. Bei mir verschwindet das die ganze Zeit und kommt wieder her. Oh Gott, ich will auch so einen Lotusdrachen. Ach, da ist ein Schwein. Piu, piu, Schweinchen, piu, piu. Nebelschwein. Tot. Sowas. Einfach so. Schafe kann man nicht an... Die müssen wir töten. Was, die Schweine? Wie? Für eine Quest muss ich sie töten. Und da ist der Typ wieder mit den zwei köpfigen Drachen. Oh, so, da ist er. 4 von 5. Okay, Fledermausteile habe ich alle. Aber diese Medizin habe ich immer noch nicht von dem. Oh Mann. Okay. Du bist die letzte Fledermaus, die hier sterben muss. Versprich das nicht. Glänzendes Auge. Ja. Unter deiner Hand die letzte vielleicht. Ach, das war was einsammeln. Ach nee. Mann, nicht genügend Platz in eurem Rucksack. Genau. Schreckliches Problem ist das. Hier, ich schmeiße meine ganzen Waffen schon weg, anstatt die zu verkaufen. Ja, weil es so ewig dauert für einen Händler. Und dann immer gleich zurückgehen, ne? Ah, und er bekommt... Ah, jetzt habe ich auch ein paar Folgequests. Und diese Sammelquests... Ich habe lauter Rezepte, die ich nicht benutzen kann, das ist auch schön. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber aus irgendeinem Grund habe ich meinen Hammer gerade in Zeitlupe geschlagen. Das nennt man Leggen.
Okay. Alles klar. Schon wieder. Wow. Wie ist meine Skype-Qualität gerade? Ja, momentan ist die gut. Okay, komisch. Ganz vorher hat es überraschenderweise bei mir nur einmal geleckt und das auch nur ziemlich kurz. Bin ich zufrieden. Ist das Internet in so Kaff-Gebieten hier? Ja, kenne ich. Rucksack ist voll, das gibt's doch nicht. Es nicht schon wieder. Aber was für ein Art von Questgeber ist das eigentlich? Der schickt erstmal einen los, hier, sammelt Augen von diesen Viechern. Mhm. Dann macht man das, dann gibt man's ab. Ja, ach ja, ich brauche noch Krallen von diesen Viechern. Wirklich? Ach nee, ich habe die Augen noch nicht alle. So, jetzt. Die Augen brauchte ich jetzt noch gar nicht sammeln, komisch. Okay, die muss ich wieder da am Anfang abgeben, oder? Ich hab keine Ahnung. Dieser Griff von Griffin Clownstab da, wo man sammeln muss. Nee, das mit den Augen. Die Käfer auftöten. Das mit den Augen, wo gebe ich das ab? Keine Ahnung, da wo das Häkchen cool ist. Ah, da muss ich hin. Dieser Rucksack, ey. Ich weiß gar nicht mal, was ich wegwerfen soll. Ja, ich weiß, alles ist irgendwie so gut oder so. Nicht genug Platz in eurem Rucksack, um die Quest abzuschließen. Wow. Hab ich schon mal gehört.